Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcast. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Stunde mit euch verbringen dürfen und wir möchten euch das natürlich jede Woche frei Haus ins Ohr bringen und dazu laden wir euch ein, dass ihr uns einfach auf Social Media folgt und liked und ihr könnt uns natürlich auch Sterne geben und reviewen, das wäre auch ganz cool. Kann man jetzt zum Beispiel auf Apple Podcasts und auf Spotify kann man das machen und auf Panoptikum.io, glaube ich. Und ihr könnt uns dort auch überall abonnieren, weil dann müsst ihr nämlich nicht dran denken, dass wir eine Folge rausbringen, sondern ihr kriegt es einfach direkt geliefert. Und dann hört uns alle Wochen und wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns nicht nur so, wie ihr uns hört, hören, sondern ihr könnt uns auch werbefrei hören. Damit ihr das machen könnt, gibt es die Möglichkeit auf Steady und auf Patreon. Könnt ihr uns patreonieren und dann habt ihr Zugang zu unserem Discord-Channel und werbefreien Feed und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also wir behaupten es einfach jetzt einmal, dass es cool ist. Und damit wir irgendwie politisch gerecht werden, auch steadisieren. Nicht nur patronisieren, sondern steadisieren. Wir wollen hier niemanden vernachlässigen. Korrekt, natürlich. Ist man doch ein Steadianer? Ja. Weil ein Patreone ist man ja. Ja, man ist ein Steadianer. Okay, passt, gut. Dann kümmerst du dich, also der andere, der Flo, um die Steadianer. Ich kümmere mich um die Patreonen. Und damit wir euch jetzt nicht einfach nur eine ganze Stunde lang mit Werbung zulabern, haben wir uns jemand zu uns geholt, der uns wieder thematisch ein bisschen auf die richtige Richtung bringen wird. Also sprich, es geht ums Laufen. Surprise, surprise. Und in dem Fall ums Kanufahren. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Wir hatten schon Karate, glaube ich, Kampfsport. Wir haben Kampfsport gehabt, wir haben Yoga gehabt, wir haben Ballett gehabt, wir haben Radlfahrer gehabt und jetzt da haben wir einen Kanuten da. So, mal schauen, was wir mit dem anfangen. Wir haben den Helmut Schmuck bei uns. Hallo. Hallo, grüß euch. Danke für eure Einladung. Ich werde mich ganz kurz vorstellen, weil du eben gesagt hast, Kanu. Das hat sich zufällig ergeben, weil ich eben im Gebirge wohne und in St. Martin bei Lofer geboren worden bin, vor 60 Jahren circa. Und dort gibt es eben nur Berge und einen Fluss. Und da habe ich immer als Kind beobachtet, die Wildwasserpaddler. Und irgendwann hat mich das dann so fasziniert, dass ich selber damit begonnen habe. Und dann ist man aber draufgekommen im Laufe der Zeit, nachdem ich es doch ins Nationalteam geschafft hatte, dass ich einfach zu schlechte Kraftwerte habe. Und dann ist wieder ein Zufall gekommen, dass der Freund einer Wildwasserkanutin ein Läufer war und der gesagt hat, bitte lauf mal irgendwo mit beim Stadtlauf. Ich bin dann tatsächlich beim Innsbrucker Stadtlauf das erste Mal gestartet und war dann gleich Fünfter oder Sechster. Ich habe gesagt, was ist mit dem Badler los, wieso rennt er so schnell? Und wir haben dann Tests gemacht beim Hans Holthaus in der Südstadt, im IMSB. Und da gibt es ja so einen Kraft-Ausdauer-Schnelligkeitstest. Und da war ich halt komplett in der Ausdauer-Ecke. Und eben für das Wildwasserbaddeln braucht man da mehr Kraft. Und da haben wir gesagt, okay, dann wird er vielleicht ein besserer Läufer. Und irgendwie bin ich dann relativ schnell zum Laufen gekommen. Und dann haben sie relativ bald nationale Erfolge eingestellt. Ich habe eine Frage zum Ursprung, zum Kanufahren selber. Braucht man da überhaupt Beinkraft oder ist das alles Oberkörper? Also ich vom Kanufahren exakt, also ich weiß, wie ein Kanu ausschaut. Genau, so genau. Ungefähr. Man sitzt drinnen und man verspreizt sich mit den Beinen, damit man nicht rausfällt und damit man Druck erzeugen kann. Und das meiste geht aus dem Oberkörper und aus der Bauchmuskulatur. Und die Beine trainiert man halt sozusagen notdürftig eben im Konditionsbereich, damit okay. man halt eine gewisse allgemeine Kondition hat. Und ja, aber es ist nicht vergleichbar jetzt mit Rudern, weil beim Rudern Ruderer sind ja auch gute Radlsprinter quasi, weil es einfach extrem viel Oberschenkelmuskeln haben, aber ein Kanu ist quasi eher statisch untenrum. Genau, beim Kanu ist eigentlich die wichtigste Aufgabe der Beine, dass man, wenn man aus dem Boot steigt, dann das Boot irgendwo hintragen kann zum Auto oder ins Boothaus oder irgendwo. Und bevor man einsteigt, dann auch wieder das
Kanu vom Boot, vom Bootshaus oder vom Auto zum Fluss oder zum See oder wo man halt paddelt. Ich höre also raus, es gibt noch kein Kanu-Rudern, wo du dann deine Stärke in den Beinen hättest ausspielen können. Das heißt ja. Naja, wobei, wenn er 5 Runden mit dem Kanu gefahren ist, mit dem Kanu fährst du immer flussabwärts, wenn es dann bergauf, ja. Also wenn es eine Kombi-Wertung gab, mit runter Kanu, also wie heißt das? Runter paddeln, rauflaufen, dann hättest du das wieder ausgeglichen. Da bist du irgendwie halber beim Dolomitenmann. Wie heißt der? Da laufst du auch rauf, dann gleitest runter, dann kanust und dann radelst, oder? Und ja, genau, Mountainbike ist, glaube ich. Ja, nur machen das eben 4 Leute, das heißt, da sind überall Spezialisten. Details. Es hat aber einmal einen gegeben, einen slowenischen Mann, der hat alle 4 Sachen gekonnt und auch ist auch durchgekommen. Das ist aber cool. Ja, aber schau, du warst quasi im WM-Kader im Kanufahren und quasi im Laufen auf quasi nationale Spitze. Also ich meine, da waren schon 2 von 4, wo ich sage, dann hätten sie einmal einen besseren finden müssen. Ja, klar. Ne? Das Einzige, was ich nicht glaube kann, ist Paragliden. Ne? Das ist mir immer irgendwie ein bisschen zu gefährlich gewesen. Ja. Ich habe es mal überlegt, als Bergläufer wäre es ja praktisch, wenn man hochläuft und dann runterfliegen könnte. Aber ja. Dann musst du natürlich den Rucksack mit hochschleppen, kannst nicht gescheit laufen, das hat sich dann irgendwie auch wieder nicht ergeben. Und der ist gar nicht so leicht, glaube ich, dieser Paragleitschirm. Also das Drum, was du da am Rücken hast, das sind ja keine 2,50 Kilo, sondern schon ein bisschen mehr. Aber was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, du hast durch dein Kanufallen vor allem Oberkörper und Hände, das war vor allem das, mit dem du quasi das Kanu irgendwie gelenkt hast. Inwiefern glaubst du, hat das dir dann später für dein Laufen eigentlich geholfen, dass du dann einen recht starken und einen Läufer, sag ich mal, untypischen, relativ gut trainiert warst am Oberkörper? Ja, schon, weil du mit der Armbewegung unterstützt da die Laufbewegung. Und es ist eigentlich so, dass praktisch die Oberschenkelmuskulatur und die Oberarmmuskulatur im Gehirn verbunden ist. Das heißt, wenn du schneller mit den Beinen laufen willst, musst du auch oben schneller mit den Oberarmen was machen. Das heißt, das ist schon gut, wenn man auch oben trainiert und auch die Läufer sollten ein bisschen Krafttraining im Oberkörper machen. Siehst du, Peter, jetzt hast du hier nochmal der Peter wehrt sich immer gegen Krafttraining oder glaubt, er wird instant zum Cornetto, nur weil er zweimal die Gewichte anschaut. Und die Gefahr ist aber sehr hoch. Jetzt lass dir von einem Spitzenmarathonläufer sagen, dass das wichtig ist, bitte. Naja, ist es, was mir am meisten interessiert dabei ist, ist es für die Verletzungsprophylaxe hilfreich, wenn man sehr stabil oben rum ist? Also jetzt, wenn ja, das gerade ist, wenn das aus dem Bauch und ganz oben, sage ich mal, Schultern und so weiter, muss man nicht unbedingt extrem stabil sein, aber im Rumpfbereich, also das heißt Bauch, Rücken stabilisiert auch bei der Laufbewegung und das trainieren wir eigentlich fast täglich mit so Stabi-Training. Das ist eigentlich, hat sich durchgesetzt, dass man jeden Tag eine viertelhalbe Stunde sowas macht, weil man halt dann doch Verletzungen im unteren Rücken und so weiter ein bisschen vorbeugt. Naja, wahrscheinlich beim auf der Straße noch viel schlimmer, weil da ist der Impact von unten ja auch nicht so wenig durch den Asphalt jetzt da. Diese Stoßbewegungen, ne, die sind natürlich da, je schneller man läuft, umso mehr ist das dann ein Kriterium. Ja. Aber auch im Berglauf, vor allem im Bergablaufen, für das Gleichgewicht haltest, ist das dann auch quasi, ist vielleicht anders wichtig, aber dann irgendwie doch wieder gleich wichtig, oder? Da ist ja der große Vorteil, er ist nur bergauf gelaufen als Bergläufer. Ja, sag ich meistens, nicht? Meistens. Natürlich im Training läuft man dann runter, aber ich bin natürlich einer gewesen, der nicht gerne schnell runtergelaufen ist. Aber es gibt einige Beispiele, eben auch jetzt die 2 Innerhofer Brüder, die sehr, sehr gern und sehr, sehr schnell bergab laufen. Also da reden wir, bei der Europameisterschaft sind sie teilweise 2 Minuten 42 über Stock und Stein am Kilometer bergab gelaufen. Also wirklich schnell im Gelände und da muss man schon sehr stabil sein. Was man natürlich auch machen kann oder fast soll, ist halt Ausgleichssport im Winter, in der allgemeinen Vorbereitung. Da gehen die zum Beispiel Skitouren oder Skilanglaufen und solche Sachen noch zusätzlich, damit man ein bisschen den Bewegungsapparat entlastet. Da ist ja der, ich würde jetzt mal sagen, Bergläufer, Trailläufer, wie auch immer, Offroadläufer, ja eher, also was ich so mitbekomme, eher variabel oder vielseitiger wie der klassische Bahnläufer und Straßenläufer, die halt wirklich das 365 Tage im Jahr die,
Frau der Hauptallee rauf und runter schrubbern bei Wind und Wetter. Und das hast du ja auch gemacht, weil du bist ja Wiener-Sitte-Marathon, war das die Bestzeit? Ja, ich bin in Wien 2 Stunden 13 gelaufen. Genau, das war die schnellste Zeit dann. Ja. Aber lass uns vielleicht noch kurz ein bisschen weiter zurückspulen, weil eine Geschichte, die ich äußerst köstlich finde, war ja die Geschichte deines ersten Marathons. Und wir hatten es ja mit Walter Andi schon mal ähnlich besprochen. Dir ist es ja, du hast, sag mal, war nicht relativ gleich, aber mit vielleicht einem bisschen schnelleren Zeit. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du zum ersten Mal in Wien dann wirklich einen Marathon gelaufen bist? Ja, es war natürlich nicht geplant. Ich habe aber nie vorher irgendeinen Lauf gemacht, der länger, also im Training nie länger wie 1,5 Stunden. Und weil ich halt immer nur 10.000 Meter und solche große und solche Geschichten gemacht habe. Und eben 25 Kilometer war damals statt ein Halbmarathon halt die längste Distanz, die ich gelaufen bin, jetzt so wettkampfmäßig. Und dann war die Idee, ja okay, die haben gesagt, beim Wien-Marathon Tempomacher brauchen wir welche. Und in diesem Jahr 1988 waren noch keine Afrikaner am Start. Das heißt, wir waren da als Europäer unter uns. Und es waren auch keine ganz, ganz, ganz schnellen Leute da. Also man hat eigentlich gewusst, wenn der Slowene, der da dann gewonnen hat, wenn der durchkommt, dann wird er wahrscheinlich gewinnen, weil alle anderen waren einfach von den Bestleistungen her schwächer. Ne? Und ich sollte für den bis 25 Kilometer Tempo machen und dann war noch ein Pole mit dabei, der auch mit uns dann war, bis bei Kilometer 25. Man muss ja die Bilder anschauen von damals. Ich habe eine lange Laufhose angehabt, also nicht eine kurze. Ich habe ein langes Leiberl angehabt, ein Stirnband, Handschuhe, so wie man halt einen Trainingslauf macht, einen schnellen. Ne? Und dann waren mir drei plötzlich vorn und ich schaue so zurück und habe mich eigentlich noch ganz gut gefühlt und denke mir, naja, okay, dann renne ich halt bis 30, wird auch gut sein, wenn ich bis 30 für die Burschen Tempo mache. So, dann ist jetzt der Pole zurückgefallen, jetzt waren wir nur noch zu zweit vorne. Ne? Und dann ist irgendein fremder Radfahrer, ich weiß bis heute nicht, wer das war, im Donaupark vorbeigefahren und vorbeikommen bei mir so zwischen rein und sagt, du schaust super aus, renn weiter. Denke ich mir, okay, dann renn ich halt weiter. Ne? Bin ich halt weitergelaufen und immer weiter. Und dann waren es auf einmal 37 Kilometer. Und da denke ich mir, jetzt kannst du auch schon ins Ziel laufen. Es ist ja egal. Ne? Und schlussendlich ist es dann halt, da war das Ziel noch am Heldenplatz, ist es halt zum Zielsprint gekommen. Und gut, der war dann 5 Sekunden vor mir, war immer absolut kein Sprinter und war einfach die Distanz nicht gewohnt. Ich war dann wirklich froh, dass ich im Ziel war, habe dann nachher Krämpfe gehabt und alles. Aber ja, ich bin dann 2:17:50 gelaufen beim ersten Marathon, ohne Marathontraining. Und man muss sagen, war irgendwie für mich selber dann faszinierend, dass der Körper das so hergibt. Ja. Und ja, war eine schöne, schöne Geschichte. Was ich ja besonders schön finde, dass man sowas falscher Hase nennt. Also das hat mich was über dich gelesen habe, das hat mich so erheitert, falscher Hase. Ich finde das so ein süßer Beschreibung. Das ist super. Ja, genau. Die echten Hasen steigen natürlich aus vorher bei 30 oder 35 spätestens. Und die natürlich nicht aussteigen, das sind die falschen Hasen, weil die praktisch den anderen ein bisschen in die Suppe spucken, nicht? Weil dann denen einen Platz wegnehmen dann. Ja, ja, ja. Wobei, war, ich finde ja spannend, dass zu der Zeit wirklich beim Wien-Marathon, der ist das erste Mal, glaube ich, gewesen, 84 vielleicht oder so, so um den Dreh, dass der erste war. Das war ja wirklich nur, nennen wir es mal, eine sehr nationale oder kleine Veranstaltung. Was war da ungefähr Startanzahl? Weil es war schon die erste Blüte. Genau, es hat dann noch so einen Frühlingslauf gegeben, einen kürzeren, und dann halt den Marathon, den klassischen. Aber ich schätze, dass da waren vielleicht alles zusammen 5.000 bis 7.000 Starter, mehr waren da nicht. Das hat sich dann schon sehr stark entwickelt. Und dann auch mit dem Halbmarathon und jetzt mit dem Zehner. Oh. Das ist dann auch sehr viel professioneller geworden. Nicht? Und ja, da hat sich viel getan, überhaupt in der Marathon-Szene. Das war ja damals, 1988, habe ich jetzt noch mitgekriegt in der Recherche, das Jahr, an dem der Konrad, der jetzt da ja seitdem das Ganze organisiert, seinen Marathon gelaufen ist und dann das übernommen hat. Also genau, 89 hat er es übernommen und damals war das ja nur Marathon, oder?
Also es war rein eine Marathonveranstaltung, ohne Halbmarathon, Staffel und so weiter und so fort. Genau, das hat es nicht gegeben, aber wie gesagt, so einen Frühlingslauf, weil ich bin ein Jahr vorher, glaube ich, bei diesem Frühlingslauf gelaufen. Der war, glaube ich, so 12 oder 13 Kilometer, aber irgendeine eine Distanz, eine unrunde Distanz so gegeben, aber die das heutzutage fast nirgends mehr gibt, weil alle wollen irgendwie besten listenreife Strecken, Zehner oder Halbmarathon oder Marathon, muss alles genau vermessen sein und so weiter. Und ja, das hat damals erst angefangen. Außer wenn man Offroad dann unterwegs ist. Dann kommt man drauf, dass ein Bergmarathon halt irgendwas zwischen 38 und 54 ist. Ja, ja, genau. Also es ist praktisch dieses Reglement, was es da gibt jetzt im Trailbereich vor allem, ist so sehr flexibel. Ne? Und die schlagen halt vor gewisse Längen und Höhenmeter. Und das ist halt bei den Meisterschaften dann ein bisschen genormt, aber sonst gibt es eigentlich gar keine Normen. Da macht jeder halt seine Strecke, so wie der Berg halt geschaffen ist und wie er das halt gerne hätte. Ja, finde ich eh gut. Ich meine, ich glaube, wir haben es eh schon öfters besprochen, im amerikanischen Raum ist das schon noch sehr, da wird dann noch extra Schleife eingelegt, damit es genau 50 Kilometer, 50 Meilen oder irgendwas 100 Meilen sind oder 100 Kilometer. Aber ich finde das gerade bei uns gut, dass die Strecke gibt halt die Länge vor und so ist halt einfach. Ja, weil wenn ich um einen Ötscher herumlaufe, dann hat das halt, weiß ich nicht, so und so viele Kilometer. Ich kann dann zwar noch vier Dorfrunden machen, wenn ich lustig bin, aber eigentlich ist es völlig unnötig. oder die Feitsch, ja, wo ich durchlaufen darf ich durchlaufen. Fertig. Aber du hast ja dann deine Marathonzeit, um noch dich ein bisschen kennenzulernen, deine Marathonzeit hat bis auf 2013 irgendwas gedrückt. 2013-17, ja. 2013-17 gedrückt. Und hast du aber dann irgendwann einen Schwenk zum Berglauf gemacht? Ja, aber vorher war noch Olympia. Im Marathon. Okay. Also, konnte ich vergessen. So. Nur so ein Detail. Ja, ich bin eben dann schon ein bisschen dem Marathon-Ding verfallen. Nicht? Bin aber insgesamt nur 14 Marathons gelaufen. Und was ich natürlich gesehen habe mit der Zeit, sind immer mehr Afrikaner gekommen. Nicht? Da waren einmal vielleicht 2 oder 3 oder 4 eingeladen beim Wien-Marathon und dann auf einmal waren 10 da, dann 15 und dann, da bin ich eh schon immer gelaufen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass diese Leute das Ganze dominieren und im Berglauf waren die aber noch nicht. Und es hat sich bei mir dann beruflich so ergeben, dass ich mit der Ausbildung bei der Polizei, damals noch Gendarmerie, eben abgeschlossen habe und dann eben Dienst machen musste, auch mit Nachtdienst und so weiter und ich nicht mehr so viel Zeit hatte, um so viele Kilometer zu laufen. Ich bin ja zur Marathonzeit, bin ich im Schnitt 140 Kilometer in der Woche gelaufen. Das heißt, da sprechen wir von so 6.500 bis 7.000 Kilometer im Laufen im Jahr, ne? Plus noch Ausgleichssport. Und das war dann eher nicht mehr möglich mit dem Beruf. Und im Berglauf brauchst du halt nicht so viele Kilometer. Ne? Da kannst du vielleicht mit 70, 80, 90 Kilometer in der Woche kannst auch, sagen wir, eine Weltspitze werden. Ne? Ja, aber die Zeit ist ja nicht viel weniger, oder? Also, weil, ich meine, auf der Ebene sind die Kilometer ja schneller gesammelt, wie wenn es 10% oder 15% hat. Ja, natürlich. Ich habe, muss man sagen, damals hat sie diese GPS-Uhr noch nicht gegeben, vor 30 Jahren. Ich habe eigentlich immer noch Gefühl laufen müssen und halt noch mit den Laktattests hast du ein gewisses Laktatgefühl entwickelt. Und mit dem ist man gelaufen und halt mit einer normalen Stoppuhr. Und dann war schon die Sensation, dass man dann irgendwann einmal einen Pulsgurt erfunden hat und wir schon einen Pulswert dann auch gehabt haben. Und die Entwicklung heutzutage ist ja so, dass jeder nur noch mit GPS unterwegs ist und jeder genau weiß, wie nach einem Kilometer piepst das Gerät, wie schnell er gerade unterwegs ist, sieht er jederzeit und wo er ist, kann er dann nachher sie anschauen und auch der Trainer tut sie dann leichter. Das war früher alles nicht ganz so genau. Da hat sich sehr viel im technischen Bereich ergeben. Ne? Und das war vielleicht ein bisschen, früher hat man mehr noch Gefühl trainieren müssen. Ne? Glaubst du im Nachhinein, dass das, wie soll ich sagen, dass den heutigen Läufern vielleicht ein bisschen was fehlt oder dass sie gewisse, dass sie vielleicht nicht mehr so das Gefühl haben, wie du das damals hattest, dass ihnen dann im Wettkampf vielleicht ein bisschen was fehlt vielleicht? Naja, man lässt sich natürlich dann von den technischen Daten leiten. Ne? Das heißt, man nimmt sich irgendeinen Plan vor und schaut dann auf die Uhr und will natürlich dieses Tempo einhalten. Nicht? Und wenn man jetzt gerade ein bisschen einen Durchhänger hat und dann nicht zurückschaltet, dann geht es natürlich schief, das Rennen. Ne? Ja, wir haben damals schon auch bei jeder Kilometertafel auf die Uhr geschaut und bei den Marathons ist ja so, dass ein Führungsfahrzeug vorne ist,
und dass die das Tempo praktisch vorgeben. Also da musst du dann eh nicht um viel kümmern. Das ist heutzutage sehr professionell. Das werden praktisch jetzt, wenn jetzt in Wien, sagen wir, ich weiß nicht, der Peter Herzog eine gewisse Zeit laufen wollte, kriegt er Leute abgestellt, die das für ihn übernehmen, und er muss sie praktisch nur hinten rein hängen und mitlaufen. Aber natürlich, wenn der Körper zeigt, das geht nicht, muss man irgendwie reagieren. Ne? Ja. Nein, ich glaube, das mit dem Gefühl ist eher am ersten noch wahrscheinlich bei irgendwelchen Meisterschaften oder ähnliches. Also in einem Rennen, wo ein bisschen Taktik drinnen ist, wo es nicht um eine Bestzeit in dem Fall geht, dass man da noch mit ein bisschen Gefühl arbeitet oder quasi das taktische Element oder das wann geht es mir am besten und jetzt kann ich ein bisschen andrucken und schauen, ob die anderen mitgehen können oder so irgendwie. Was ja bei einem, ich möchte einen Marathon unter 2:10 laufen, damit ich irgendeine Norm erreiche, nicht der Fall ist, sondern da habe ich meinen sturen Schnitt und den probiere ich halt durchzumhalten. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Mhm. Nein, ich habe mir nur gedacht, weil du könntest ja auch, wenn es, gut, das ist jetzt, kommt darauf an, wer du natürlich bist, aber wenn du jetzt auch beim Marathon vielleicht nur auf Sieg laufst, dann könntest du ja genauso argumentieren, dass du dann irgendwie eher das Gefühl brauchst, dass jetzt die sture Zeit, aber wahrscheinlich geht's bis auf die paar, die ganz vorne sind, den meisten jetzt eher darum, eine gewisse Zeit zu erreichen, und dann ist natürlich nicht richtig, dass du da eher stur ablaufst. Ich muss ja, also ist es so, dass es beim Berglauf mehr Racing ist, weil halt nicht so sture Zeiten vorgegeben werden können? Ja, es ist schon so, dass das Gelände praktisch dir vorgibt, was du jetzt tun musst. Wenn es steil ist, musst du ein bisschen mehr Kraft einsetzen, ein bisschen kürzere Schritte machen und so weiter, ein bisschen mehr mit den Armen mithelfen vielleicht. Und wenn es flacher ist, musst du wieder beschleunigen und so. Also es ist nie so richtig gleichmäßig, ist es eigentlich nicht. Vielleicht vom Puls schon, vom Puls her ist man schon irgendwo an der Schwelle immer unterwegs. Aber von der muskulären Belastung her ist das halt ein bisschen was anderes, als wir in der gleichmäßiges Rennen. Und ja. Ich meine, die taktischen Geschichten haben wir natürlich bei den kürzeren Strecken vor allem. Also wenn du 5000 Meter läufst oder 10.000 Meter oder so irgendwas, dann musst du irgendwo einen Zwischensprint machen oder irgendwann zum Schluss dann irgendwann überlegen, wann fange ich an mit der Endbeschleunigung. Das kann man jetzt beim Berglauf oder beim Trail kann man auch machen, nicht? Aber da muss man natürlich die Gegner gut kennen und ein bisschen horchen, halt, wie schnauft er, wie laut ist er unterwegs sozusagen, hört man auch, ob sich einer schon stark anstrengt oder nicht, oder stark anstrengt. wobei es gibt Läufer, die finde ich ganz spannend, die laufen weg und nach 200 Meter hören sie sich an, wie kurz vorm Sterben, und das bleibt dann aber so, bis zum Schluss. Und die halten das mal durch, aber anhören tun sie dem, wie wenn sie, weiß nicht, lungenkrank werden. Man muss den vielleicht ein bisschen kennen, um zu wissen, was jetzt schlimmes Schnaufen ist und weniger schlimmes Schnaufen ist. Du bist dann aber bis zur Olympia gekommen beim Marathonlauf. War das dann auch das Ziel, wo du dann gesagt hast, das wollte ich machen oder da wollte ich hin? Ja, genau. Das war recht spannend, weil ich war ja vom Limit her genau eine Sekunde drunter. Damals war das Limit noch 2 Stunden 14.00 und ich bin 2.13.59 gelaufen. Also ich habe es so ganz genau hingekriegt. Das war richtig stressig zum Schluss, weil ich so geglaubt habe, es geht sich nicht mehr aus. Aber ich habe es halt dann irgendwie mit viel Glück geschafft. Warst also doch so aus dem bisschen den inneren Sprint in dir rausgeholt? Ja, ich habe dann wirklich von Kilometer 38 bin da im Paris-Marathon gelaufen, 1992, und ich war eigentlich bei 25 und bei 30 Kilometer, habe ich schon gesehen, glaube ich, das geht sich nicht aus. Ich dachte, jetzt musst du wirklich Gas geben. Und das war dann zum Glück, wenn man die Strecke kennt. Man startet ja am Champs-Élysées und rennt dann runter und dann beim Place de la Concorde rennt man links rüber. Und wenn man dann zurückkommt, kommt man von der Rückseite zum Arc de Triomphe, das ist dann dort das Ziel. Und da geht es durch so einen Park hoch und da sind wirklich ein paar Höhenmeter. Und das ist mir, glaube ich, zugute gekommen. Weil da habe ich nochmal so richtig Druck gemacht und das hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Und dann war es natürlich schwierig, weil du siehst dann die Uhr hängen über dem Ziel und da siehst du die Sekunden runterzählen und da denkst du, ach, hoffentlich geht sich das aus. Und ich habe dann eine Stunde später noch nicht gewusst, ist es jetzt ausgegangen oder nicht, weil du plus minus 2-3 Sekunden ja nicht weißt, ob das genau war, aber es hat schlussendlich gepasst. Und ja, ich habe mich dann auf Olympia noch vorbereitet und bin aber dann
dort, es war ein Hitzerennen in Barcelona, 92, um 16 Uhr Nachmittag Start bei 32 Grad plus. Und dann hat das Stadion zum Schluss am Montjuïc am Berg, das Olympiastadion, nochmal fast 100 Höhenmeter auf die letzten 3 Kilometer. Boah, das ist brutal. Das war eine ziemlich brutale Geschichte. Hat mir aber nicht viel gemacht, weil ich war vorher 4 Wochen im Höhentraining in St. Moritz. Mhm. Und habe das dort ein bisschen simuliert, also nicht die Hitze, aber das Schlussanstieg. Mhm. Ich konnte da noch ein paar Leute überholen, bin auch schlussendlich 47. geworden, also im Mittelfeld von 105 gestartete. War praktisch natürlich 10 Minuten langsamer, wie im Frühjahr. Aber ja, der Sieger ist, glaube ich, 2:10 gelaufen, nein, 2:13 gelaufen. Ja. Ja, es war extrem, es war sehr luftfeucht, wer Barcelona kennt im Sommer, es war heiß und drückend schwül. Aber es war ein Erlebnis. Das kann ich mir vorstellen. War das dann auch der Abschied? Ach so. War das dann auch der quasi der Abschied von der Marathonbühne? Mehr oder weniger? Oder? Ja, ich habe vom Kopf her habe ich dann schon gesehen, ich bin nämlich dann 2 Wochen später Berglauf-Weltmeister geworden. Nicht? Und ich habe das irgendwie dann gesehen, okay, im Berg, da kannst du gewinnen, da bist du wirklich vorn dabei. Und im Marathon bist du halt irgendwo, nicht? Da bist du auch dabei, aber halt international war einfach zu langsam. Nicht? Weil, damals war der Weltrekord 2:06:50 und ich bin 2:13 gelaufen, nicht? Also war schon ein paar Minuten langsamer wie die allerbesten. Ja. Jetzt ist natürlich die Relation verschoben, jetzt sind wir bei 2:01:09. Nicht? Und ja, der österreichische Rekord war zwar damals vom Gerhard Hartmann 2:12:20 und jetzt sind wir bei 2:10:06. Das heißt, der ist eigentlich nur knapp 2 Minuten besser geworden. Jetzt muss man dann noch sagen, das neue Schuhmaterial trägt auch seinen Teil dazu bei, dass natürlich alle Zeiten besser geworden sind. Aber international ist natürlich jetzt einer mit 2:10 noch weiter oder genauso weit entfernt, wie wir damals waren vom Weltrekord. Also ganz vorne wird man bei keinem großen Marathon mithalten können, auch wenn man 2:10 läuft oder 2:09 vielleicht. Jetzt, was man heuer schon so gesehen hat, wenn man die Szene beobachtet, die großen, schnellen Rennen, 2:05, 2:04, 2:06, werden die gewonnen, fast überall, wo ein paar gute Afrikaner am Start sind. Also das ist extrem, extrem entwickelt hat sich der Marathon. Ja, und dann bist du gewechselt zum Berglauf. Genau, ja. Ich hab dann, was dir für ein Österreich anbietet. Ja, ich bin als Kind immer in den Bergen unterwegs gewesen. Mein Vater war Alpinist, also wir sind ein bisschen gekraxelt und hat Ski gefahren und alles, was man so macht in den Bergen. Aber mir hat das Bewegen im Gelände, das habe ich eigentlich immer machen müssen. Nicht? Das war schon wichtig, glaube ich, für die allgemeine Ausbildung, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wie man sich im Gelände bewegt. Und ja, damals hat es halt nur Berglauf gegeben. Nicht? Also da hat es noch keine Trailläufe gegeben. Gell? Also, man hat auch manchmal einen Berglauf gegeben, der rauf und runter gegangen ist, aber das war eher selten. Und ja, und jetzt inzwischen gibt es natürlich diesen Trailboom, der sich sehr stark entwickelt. Ja, und es ist so witzig, mein Papa ist ja früher auch Marathon gelaufen, eher so Anfang der 90er. Und der hat sich dann auch irgendwann im Urlaub einmal so einen Berglauf angetan. Und das, ich kann mich noch erinnern, hat er wahnsinnig fertig ausgeschaut. Ich habe mir damals schon gedacht, wer rennt da einen Berg rauf? Wer ist da so deppert und tut sich das an? Und gut, mittlerweile renne ich auch die Berge rauf und runter. Aber das ist das was man gleichzeitig auch immer sagen, dass das Trail-Berglauf in Österreich ja eigentlich eine längere Tradition hat, aber irgendwie das früher doch so ein bisschen unterm Radar war, oder? Ja, es hat damit zu tun, dass das nicht sehr viele Leute machen. Nicht? Wir sprechen da von circa 500 Leuten bei 9 Millionen, die jetzt Berglauf gemacht haben, immer nicht. Mit dem Trail jetzt machen schon wieder mehr, aber es machen vor allem nicht so viele wettkampfmäßig. Es gibt sehr viele, die irgendwo am Wochenende durch die Gegend joggen, mit dem Rucksack, mit ein bisschen Verpflegung mit, die das Landschaftserlebnis genießen und der eine oder andere geht zum Wettkampf, aber bei weitem nicht alle. Ne? Ja. Nee, was mich fasziniert ist ja, auf der Straße war immer so Marathon, die längste Strecken. Ich meine, natürlich gibt es 24-Stunden-Läufe und 100 Kilometer und so weiter gibt es auch. Das machen halt auch irgendwie 7
von 7 von 9 Millionen und das war's von der, von, ja, von der Relation. Aber Marathon war ja auf der Straße irgendwann so, ja, weiß nicht, jeder, der irgendwann im Beruf oder was nicht, mal sie beweisen wollte, hat sich gedacht, ach, ich muss am Marathon laufen, weil wieso auch nicht. Und der Berglauf ist ja vergleichsweise ein Sprint, weil die klassischen Bergläufe sind, was nicht, 1000 Höhenmeter oder so irgendwas in die Richtung oder 1200 oder irgendwas in die Richtung und haben, weiß nicht, 7 Kilometer, 10 Kilometer, 12 Kilometer, so irgendwas in die Richtung. Das heißt, wenn du einer von den Schnellen bist, wie lange bist du, brauchst du da eine Stunde? Oder? Es kommt darauf an, ja, wie steil es ist und wie lang. Mhm. Das, aber die meisten Bergläufe sind so zwischen 7 Kilometer, 10 Kilometer, 15 vielleicht noch. Ja. Es gibt schon ein paar längere Bergmarathons, ja, aber ich sage, der klassische Berglauf, so wenn man von 1000 Höhenmeter spricht, da gibt es inzwischen schon Rekorde für 1000 Höhenmeter auf Vertical Races. Aber ich sage, also die Spitze rein, da ist das Ganze unter einer Stunde, die 1000 Höhenmeter. Ja. Ja, und das wollte ich gerade sagen, ist das nicht auch, ich meine, du hast dann gesagt, dass das natürlich mit Traillauf, das generell in der Landschaft noch mehr an Popularität gewonnen hat, aber wiederum mit den Sky Races, dass der klassische Berglauf, sag ich einmal, im neuen Gewand nicht auch wieder dadurch wieder ein bisschen an Popularität dazu gewonnen hat. Weil jetzt gibt es ja diese Vertical-Sachen und jetzt gibt es diese, auch diese kürzeren Bergsachen eben, die halt da wieder von dem her kommen. Ja klar, das ist schon eine Bereicherung. Man hat halt jetzt mehr Auswahl. Ne? Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, mache ich meinen Berglauf oder mache ich dann wieder meinen Trail, wenn es irgendwo einen schönen gibt. Das heißt, aus dem Anfang der Saison, wo man vielleicht noch nicht so viel Trainingskilometer in die Beine hat, vielleicht die kürzeren und dann einmal im Sommer dann oder im Herbst draus einen längeren. Das ist schon zu beobachten, dass das die normalen, so unter Anführungszeichen, Spezialisten am Berg dann halt auch mal auf den Trail gehen. Und sie dort eigentlich auch ganz gut wohlfühlen, sofern sie halt bergab auch halbwegs gut unterwegs sind. Das liegt nicht jedem, das schnelle Runterlaufen. Nein. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das liegt mir auch nicht. Oh ja, da, runterlaufen, das ist toll. Nein. Oh doch. Auflaufen ist lustiger. Was mich fasziniert, ist ja auch irgendwie, dass beim Berglauf, also zumindest in meiner Wahrnehmung, war Berglauf für mich immer relativ gut laufbarer Weg. Also im Endeffekt, und halt bergauf. Also ich sage es jetzt überspitzt, ein Straßenlauf, der halt an den Hügel rauf geht. Aber jetzt dann nicht quer durch den Wald, wurzelig mit großen Felsen oder so irgendwas, hat es, glaube ich, schon das eine oder andere gegeben, zum Beispiel beim Ötscher, den zweiten Tag, die 20 Kilometer, den, wie heißt der, steigst du auf? Jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß auch nicht. Ja, da werden wir jetzt wahrscheinlich der eine oder andere. Ja, wo, ich weiß schon. Unwissend wieder. Wer es weiß und uns unbedingt mitteilen will, der wird Patreon oder Stadione, geht auf Discord und sagt es dort. Danke. Sehr schön. Aber das, dieses wirklich über Waldwege und so weiter und unwegsameres Gelände, das ist ein bisschen so, glaube ich, durch das Traillaufen mit reinkommen und die ganz langen Distanzen. Ja klar, die Bergläufe sind natürlich so eine Mischung gewesen, teilweise mit Asphalt drinnen, teilweise halt breite Forststraßen und je nach Gelände halt irgendwo alpine Steige hat es dann schon angegeben. Ne? Das war natürlich dann wieder selektiver. Ja, man wird jetzt sehen praktisch, wie sich das weiterentwickelt, aber was man so sieht, die Teilnehmerzahlen sind im Trail natürlich stark ansteigend. Bei diesen Wettkampftrails teilweise haben wir 1000 und mehr Starter auch schon in Österreich. Ja. Beim Berglauf haben wir kaum einmal mehr wie 200 und das stagniert eigentlich schon seit 10 bis 15 Jahren. Ja, ist natürlich eine Frage immer, der klassische Leichtathlet bewegt sich ja im Stadion und dann geht er vielleicht einmal raus auf die Straße, weil es ihm da jetzt auch schon eben doch international Entwicklung gibt. Es gibt heuer erstmals Weltmeisterschaften in Tallinn am Straßenlauf, ich glaube sogar Meile,
und okay. 5 oder 10 Kilometer und Halbmarathon. Mhm. Also es findet da schon eine Entwicklung statt. Ja, und halt auch im Trail. Das ist halt, wie gesagt, für Österreich, für uns, glaube ich, optimal, weil du kannst eigentlich in jedem Bundesland irgendwo ins Gelände gehen und hast mehr oder weniger hohe Berge, aber du hast ja ein Auf und Ab, gibt es fast überall. Wir sind kein Flachland, kein großes, ja, wo man keine Berge hätte. Und außer ja, wir haben in Wien, aber wir müssen da irgendwie mit 300 Höhenmeter zurechtkommen und uns da irgendwie durchschlagen. Ja, ja. Wir kennen aber eins schönste Gebirge der Welt von, das ist nicht weit weg. Also das Leitergebirge, richtig, natürlich. Du musst wissen, wir wissen als Einzige in ganz Österreich, dass das Leitergebirge das Gebirge Österreichs ist. Und wer nicht im Leitergebirge trainiert, der gewinnt halt nichts. Ja, das hüft halt alles nichts. Chamonix Österreichs. Richtig. Aber du bist jetzt da Beauftragter der für einen Berglaufkader. Stimmt das? Also du hast von der aktiven, genau, du hast in der aktiven Szene hast du sehr, sehr viel gewonnen, also Weltmeisterschaften, mehrfach Staatsmeister und was Gott was alles im Berglauf. Hast du ja, ich verwende das Wort eigentlich ungern, aber in dem Fall doch relativ stark dominiert. Ja, sicher, so 10 bis 15 Jahre war er da ziemlich dominant. Aber ja, ich sag, ich hab auch Staatsmeistertitel auf den flachen Strecken. Das heißt, ich habe im Großlauf, ich habe auf 10.000 Meter, ich habe auf Halbmarathon, auf Marathon, also insgesamt halt 22, aber 11 von denen sind halt Berglaufmeister, Staatsmeistertitel. Und, ja, und vor allem Weltmeisterschaften auch noch. Ja, und dann zweimal Europameister, zweimal Weltmeister, das ist natürlich schon was gewesen, was mir auch dann international herumbewegt hat. Das heißt, ich habe dann Einladungen gekriegt, überall hin und habe sehr viel gesehen von der Welt. Bin da sehr dankbar, weil ich eben gesehen habe, wo die Leute wie arbeiten und was für verschiedene Möglichkeiten das es halt gibt. Und dann ist natürlich die Frage immer die, wie lange macht man das? Ich bin mit 42 dann so, war so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, es wird einfach schwieriger, ich komme mit den Jungen vom Schnelligkeitsding her nicht mehr so mit. Ich bin dann noch ein bisschen gelaufen, aber so mit dem Denken, dass ich sage, okay, ich will aber mein Wissen weitergeben an die Nachwuchsleute. Und es hat sich dann so ergeben, dass der Berglaufreferent, es gibt da beim Leichtathletikverband einen Berglaufreferenten, der für die Bergläufer zuständig ist, dass der gesagt hat, ja, okay, er geht jetzt in Pension und er sucht einen Nachfolger. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das weiter. Ja. Und ich mache das jetzt schon einige Jahre. Darf ich mir eine recht naive Frage dazwischen grätschen? Was macht ein Berglaufreferent? Also was ist, also ich, für einen, der sich das jetzt gar nicht vorstellen kann, was sind da so ganz grob die Aufgaben, die man da zu tun hat? Ja, primär habe ich zwei Aufgaben. Das eine ist im nationalen Bereich, wo ich, wenn es österreichische Berglaufstaatsmeisterschaften gibt oder eben jetzt Bergmarathonmeisterschaften, da in der Rennleitung drin bin und das praktisch die Abwicklung dann mache mit Auswertung, Siegerehrung und so weiter und schauen, dass die Regeln alle eingehalten werden. Und Strecken aussuchen, das heißt, wenn sich wer für Meisterschaften bewirbt, schaue ich mir die Strecke an dort, ob die passt, ob es nicht irgendwo gefährliche Stellen gibt und so. Das ist die nationale Geschichte und international ist meine Aufgabe, dass ich Nationalteams möglichst gute zusammenstelle für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und das hat bis jetzt immer zweimal im Jahr stattgefunden. Also dort jedes Jahr Europameisterschaft geben und jedes Jahr Weltmeisterschaft. Und seit letztem Jahr, also jetzt mit heuer, ist eigentlich das erste Mal, dass es dann nur noch eine Weltmeisterschaft gibt und dann im Jahr drauf wieder Europameisterschaft und dann das wieder ein Jahr später Weltmeisterschaft, also einen internationalen Höhepunkt. Und es hat sich insofern auch in dem Bereich was verändert, dass wir früher einfach nur Berglauf gehabt haben und jetzt ist Trail und Berglauf von World Athletics zusammengelegt worden. Jetzt haben wir praktisch die Trailläufer und die Bergläufer bei den Europameisterschaften und bei den Weltmeisterschaften in einem Dings beieinander und früher haben sie das immer getrennt gemacht. Ja. Zwei Fragen habe ich. Eine ist die persönliche Geschichte noch. Hast du nie die Idee oder die, ja, den Wunsch verspürt, wie du gesagt hast, okay, ich höre auf mit dem Berglauf an sich,
dass man halt so klassisch, wie man es halt beim Straßenlauf sagt, okay, ich bin jetzt für die 10.000 Meter zu langsam, jetzt gehe ich halt auf den Marathon. Und vom Berglauf, dass du sagst, okay, jetzt bin ich für den Berglauf vielleicht gegen die ganz jungen Wüden zu langsam, na, dann gehe ich jetzt da in den Ultrabereich oder so irgendwas in die Richtung, wo einfach das Endtempo nicht so wichtig ist mehr. Ja, es hat mich schon ein bisschen gereizt. Also ich bin auch zwei solche Sachen gelaufen auf La Réunion unten, Trans-Dimethyl, der geht also 1200 Höhenmeter hoch, der ist ungefähr 36 Kilometer lang und dann wieder runter. Ja, es war schon irgendwie spannend, aber mir war das dann vom Trainingsaufwand her zu viel, weil wenn du dort gut sein willst, musst du halt hier und da diese langen Trainingseinheiten machen und da habe ich mir irgendwie gedacht, naja, das ist nicht ganz so meins. Ich meine, ich bin noch nicht, ich trainiere auch jetzt noch jeden Tag irgendwas, aber halt nicht mehr so spezifisch. Ja. Und irgendwie habe ich gesagt, ich bin schon so viel gelaufen, irgendwann hat man dann genug, dass man einfach so nur noch läuft. Und wie du es ja am Anfang gesagt hast, du bist ja eigentlich hauptberuflich Polizist. Also genau, ich meine, das ist ja nicht so, dass du nur läufst und sonst nichts tust. Ja, genau. Ja. Und vor allem sagen dann die Leute was, und was hast du am Wochenende gemacht? Laufen. Und sonst? Wie? Und sonst? Ende. Naja, ich meine, es ist schon so, dass ja bei der Polizei gibt es auch einen Leistungssportkader. Mhm. Und da haben wir 9 Leute aus ganz Österreich. Die sind halt durchwegs aus dem Bahnbereich bis zum Marathonbereich. Und dort bin ich auch Trainer und wir haben da gewisse Freistellungen und Trainingskurse. Das heißt, ich kann dort schon ein bisschen meinem Hobby auch nachgehen und dort mit diesen Leuten dann dort arbeiten und einige Tage mehr mit denen verbringen. Mhm. Okay, aber das ist noch immer limitiert. Oh Gott. Ja. Ja, und das Zweite, nachdem du das übernommen hast und das den Berglaufkader vor allem auch ausbildest oder aussuchst, da kommen jetzt ganz viele Fragen zu dem Thema auf. Ich fange aber mit der einfachsten oder gröbsten an, weil du vorher die WM und die EM gebracht hast. Wie siehst du diese Zusammenlegung aus dem Ganzen? Ist es jetzt eher Konkurrenz gegeneinander oder ist es die Chance, dass das Ganze jetzt da wirklich beides ein bisschen Aufwind hat oder dass es vielleicht irgendwann zusammenwächst? Naja, die Chance ist natürlich auf jeden Fall jetzt, dass es eine größere Veranstaltung wird mit einer größeren medialen und öffentlichen Wirkung. Weil wir früher haben ungefähr gehabt 400 Bergläufer bei einer Weltmeisterschaft am Start plus Betreuer. Jetzt sprechen wir von über 1000, 1200 wahrscheinlich heuer in Innsbruck, die da laufen an den 4 Tagen. Natürlich hast du jetzt 4 Bewerbe bei der Weltmeisterschaft und 3 bei der Europameisterschaft, wo du jetzt natürlich ein bisschen schauen musst, wie suche ich die Leute aus, wo setze ich die am besten ein, damit man erfolgreich ist, auf welcher Distanz. Und da gibt es halt Unterschiede zwischen Berglauf und Traillauf, gibt es halt im Reglement gewisse Unterschiede, die man da kennen muss. Und die Strecken sind halt auch entscheidend. Ich muss wissen, wie schaut die Strecke aus, wo setzt sich den Mann am besten ein oder die Frau, wo hat sie die besten Chancen. Und was wären so, ist es viel oder was wären so die Unterschiede zwischen Berg- und Traillauf? Naja, der Berglauf ist einfach Hose, Leiberl, Socken, Schuhe und Laufen. Der Trailläufer muss einen Rucksack mitführen mit einer Pflichtausrüstung, muss gewisse Sachen drinnen haben, darfst zum Beispiel Stöcke verwenden, was jetzt im Berglauf verboten ist, weil das beim Berglauf zu gefährlich ist, dass du irgendwann da vielleicht beim Start damit ins Auge stichst oder so. Das kann dem Trailer aber auch passieren. Ja, nein, ich sag, das war halt der ursprüngliche Gedanke. Ne? Ja. Und Die Wertungen sind auch unterschiedlich. Das heißt, beim Berglauf ist es so wie beim Cross, dass es keine Zeitaddition gibt für die Teamwertung, sondern eine Punktewertung. Das heißt, der erste hat einen Punkt, der zweite 2 Punkte. Das heißt, es gibt dort keine Ex-Equo-Wertungen. Wenn jetzt 2 gleich ins Ziel laufen, wird das Zielfoto angeschaut. Und wenn einer 2 Zentimeter weiter vorne ist mit der Brust, ist der besser Platzierte. Beim Traillaufen ist es erlaubt, dass du Hand in Hand ins Ziel laufst und beide werden, sagen wir, da können theoretisch jetzt 2 Weltmeister sein, aus 2 verschiedenen Nationen oder aus derselben Nation, die Hand in Hand ins Ziel laufen.
weil es dort eben diese Platzziffernwertung nicht gibt, sondern die Mannschaftswertung wird durch Addition der gelaufenen Zeiten erstellt. Hm. Interessant, so bin ich. Und das ist ja bei Trail-Wettkämpfen durchaus ja schon passiert. Ja. Jetzt in Cape Town zum Beispiel ist ja der Russe und der Namberger, der einfach noch 100 Kilometer entschieden haben, okay, jetzt sind wir 100 Kilometer, kann er dem anderen weit weglaufen, jetzt ist auch schon wurscht. Ja, und man kann sich ja absprechen, nicht? Man sagt, bist du einverstanden, dann rennen wir an den Hand ins Ziel, genau. Dann gibt es jetzt vielleicht zwei Silbermedaillengewinner oder zwei Bronzemedaillengewinner oder überhaupt vielleicht zwei Sieger, ist irgendwie eine schöne Sache, nicht? Ist ja im Berglauf nicht möglich. Ja, wobei es ist glaube ich, auch sehr umstritten, weil die einen sagen, es ist verdammt noch einmal ein Rennen, rennt bis zum Schluss, wer gewinnt, der gewinnt, fertig. Und weil alle anderen Wettkämpfe ist halt, so arbeitet man sogar mit Fotofinish nachher schon und ihr lauft da auf lustig Hand in Hand ins Ziel. Was die anderen sagen, ja, dafür ist es aber wieder eine sehr nette Geste, wenn man sie gemeinsam und hin und her. Ja, klar, ich sag. Ich weiß nicht, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich finde, das ist halt. Ich finde das oftmals so, wenn man jetzt nicht ganz vorne mitläuft, sondern ein bisschen weiter hinten läuft, da läuft man auch im Traillauf, läuft man da auch auf gemeinsam und freut sich dann, dass man gemeinsam ins Ziel gekommen ist. Und wenn man im Training dorthin irgendwo in der lokalen Zehner läuft, laufen wir auch selten gemeinsam ins Ziel. Ich finde, das ist so ein bisschen die Natur der Sache, weiß ich nicht. Willst du, was ich meine? Ich glaube, das ist bei den kurzen Sachen, wo du wirklich am Limit bist, da haust halt alles raus und wenn es halt ein bisschen so, vielleicht ist es jetzt auch viel Klischee, aber im Traillaufen, da geht es ein bisschen auch mehr um die Landschaft und für viele halt nicht. Na. Noch nicht so um jetzt nur es gewinnen. Ist immer noch ein Hegel. Du bist da anders, ich weiß. Der Peter sieht die Landschaft nicht, sondern ein Hügel nach dem anderen. Ja, viele Steine, bisschen Gras drauf, bisschen Wald, fertig. Und er hasst mir das mal anders. Vielleicht müsstest du auch in den Berglauf gehen, vielleicht bist du da irgendwie besser aufgekommen. Naja, dafür bin ich nicht schlecht. Aber siehst du die Möglichkeit, dass das irgendwann einmal tatsächlich so quasi etwas zusammen, wirklich zusammenwächst im Sinne von einem, es muss jetzt gar nicht ein einheitliches Reglement sein, weil ein Bahnlauf und ein Straßenlauf hat jetzt auch kein einheitliches Reglement. Oder bei einem 200-Meter-Lauf oder bei einem 1500-Meter-Lauf hast du auch Unterschiede mit, du darfst auf derselben Bahn laufen oder halt nicht. Aber kann das wirklich dorthin gehen? Ja, ich denke, momentan ist es noch nicht gewünscht, weil es halt zwei verschiedene Weltverbände gibt. Die ITRA, das ist die International Trail Running Association, die für die Trailrunner zuständig ist, und die WMRA, das ist World Mountain Running Association. Und solange es diese zwei Verbände gibt, die arbeiten einfach ganz verschieden. Ne? Das heißt, die ITRA zum Beispiel, die haben ein Punktesystem. Da wird nach Punkten gewertet, auch die Leistung, und du kannst nachschauen, die gilt weltweit, wo du im Ranking bist, und zum Beispiel das Nationalteam heuer für die Weltmeisterschaft, das österreichische, wird auch anhand dieser Punktewertung erstellt. Und ich muss eine Selektion machen bei den österreichischen Berglaufstaatsmeisterschaften, wo ich wirklich Mann gegen Mann eben sehe, wer ist der Bessere und wer hat den besseren Tag. Bei den Trailläufern wird die ganze letzte Saison angeschaut und irgendwie versucht herauszufinden, wer dann besser ist, und der wird dann eingesetzt. Weil wir halt auch nur wenige Startplätze haben. Nicht? Man hat pro Nation im Berglauf nur 4 Startplätze. Ach, 4? Ich dachte 6. Und genau, beim Trail sind 6. Du hast schon recht. Ja, okay. Männlich 4, weiblich 4 beim Berg, und 6 männlich-weiblich pro Strecke am Trail. Genau, okay. Genau. Aber auf den Kader würde ich nachher gerne noch näher eingehen, was mich vorher noch interessiert, mit dem Unterschied. Der Trail ist ja momentan noch im Vergleich zur Leichtathletik, kannst du ja als Sportler, so schlimm ich das Ganze finde, kannst du ja im Endeffekt noch alles machen, weil sowas wie Dopingkontrollen gibt es nicht. Die gibt es, weiß ich nicht, bei 2 Rennen von 500 vielleicht, auf freiwilliger Basis. Und vor allem sind es teuer.
wenn sie es irgendeine Veranstalter das machen will, dann muss er dafür zahlen auch noch und deswegen machen sie es nicht. Und beim Berglauf, der Berglauf ist ja in der Leichtathletik, ist das dort das Gleiche? Weil da habe ich keine Ahnung. Berglauf ist keine Leichtathletikdisziplin. Die Leichtathleten nur die olympischen Geschichten sind Leichtathletik. Stimmt, das ist der Unterschied. Mhm. Und Berglauf und Trailrunning sind nicht olympisch, sind auch nicht jetzt irgendwann in nächster Zeit zu erwarten, dass das olympisch wird. Da wird vorher noch dieses Obstacle Racing, die wollen sich für Olympia bewerben, was jetzt auch ein österreichischer Meisterschaftsbewerb geworden ist, heuer das erste Mal in Innsbruck, dann Anfang Juli. Also es gibt schon eine Revolution in diesen ganzen verschiedenen Laufbereichen. Und ja, wenn man sich anschaut, die Starterfelder zum Beispiel in der Stadion-Leichtathletik sind ganz klein. Gell? Also der österreichische Staatsmeisterschaften, allgemeine Klasse, haben wir Disziplinen jetzt, die den Staatsmeisterschaftsstatus verlieren, weil du musst 5 Jahre lang mindestens, glaube ich, 8 Starter oder 5 Starter am Start haben. Ja. Und das haben sie jetzt zum Beispiel über 800 Meter nicht zusammengebracht. Jetzt ist da nur noch eine österreichische Meisterschaft, keine Staatsmeisterschaft mehr. Also das heißt, dort gibt es sehr kleine Starterfelder. Irgendwie gibt es eine Transformation, dass halt die Leute scheinbar lieber draußen sind, irgendwo im Gelände. Beziehungsweise es ist halt die Stadion-Leichtathletik halt weltweit schon groß und sehr spannend. Aber auf einem extrem hohen Niveau und der Weltleichtathletikverband verschärft alle 2-3 Jahre die Limitleistungen und jetzt schaffen es dann praktisch fast keine Österreicher mehr, dass sie bei einer Welt- oder Olympia dabei sind. Ja. Wenn das ungefähr vor 3 bis 4 Jahren angefangen hat, dann war das, weil der Peter einmal bei einem 800-Meter-Bewerb mitgemacht hat und wir wissen bis heute nicht, aus irgendeinem Grund nicht in der Wertung gelandet ist. Disqualifiziert bin ich worden und niemand hat rausgefunden. Ich habe 3-mal nachgefragt, aber ich weiß bis heute nicht warum. Und ich glaube, das war der Wendepunkt für die ganzen nationalen Meisterschaften. Danach ist er steil bergab gegangen. Wobei ist ja, naja, aber in Österreich ist ja auch, die Stadion-Leichtathletik im Vergleich zu anderen Sportarten, wo wir relativ viel Geld und Infrastruktur hineinballern, sie ist auch anwesend. Und wenn man sich andere Länder anschaut, wo halt einfach statt am Dorfwirtshaus einfach Rundbahn steht, wo Menschen dann halt im Kreis laufen oder wo das Ganze schulisch ganz anders aufgebaut ist, also mit Universitätsteams und Schulteams und Crosslauf, was Gott was, in Kanada und also wo einfach viel, viel, viel mehr Menschen in dieses Leichtathletik-Ding reingeschmissen werden. Natürlich ja, und schon früh reinkommen, schon genau. Von der Schule her. Ja. Ja. Ich meine, das wird jetzt probiert vom Leichtathletikverband in Österreich auch, die Schulen mehr zu integrieren. Ist natürlich, man kann sagen, wir sind natürlich jetzt im Jahr 2023, die Jugend, wenn man sich so ein bisschen anschaut, hat zu meiner Zeit etwas anders ausgesehen im Durchschnitt vom Körperbau her wie jetzt. Das heißt, es gibt jetzt viel, viel bequeme Kinder, die mehr vom Computer sitzen, als wie sie draußen bewegen. Wir haben uns draußen bewegt, weil wir haben noch kein Handy und kein Computer gehabt. Wir haben halt draußen gespielt im Gelände. Und wir haben jetzt einfach nicht genug Nachwuchs, dass dann irgendwie ein paar gute Leute rauskommen. Nein, die Schulintegration ist jetzt, glaube ich, einfach nur, wir schauen, dass einfach nicht zu viele Leute auch die böse werden. Das ist eh schon das Hauptziel. Aber es ist wirklich schwierig. Ich bin von einem Jahr von Wien nach Niederösterreich gezogen und bin damals, also grundsätzlich meine Intervalle mache ich wahnsinnig gern auf der Bahn. Damals draußen, ich war immer in Prater da, jetzt fällt mal auf die LAZ. Im LAZ. Ja. Und ich habe versucht, eine Bahn zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, in meiner Nähe, halbwegs akzeptabler Fahrdistanz, eine Bahn zu finden, bei der ich regelmäßig trainieren kann. Und da fangst du halt schon an, selbst in Wien. Was hast du in Wien? Du hast das LAZ, das Dusiger Stadion haben es abgerissen, das ist sowieso Geschichte. Und jetzt wohnen mal am anderen Ende von Wien, da fährst du irgendwie eine Dreiviertelstunde ins LAZ, damit du trainieren kannst, das tust du halt auch nicht an. Und da ist aber eigentlich Trail und Berglauf in Österreich ja eigentlich viel
naheliegender. Ja, weil klar, du. An Berg und an Hügel hast du halt in Österreich wirklich. Du gehst da in Wien, kannst du die Schuhe anziehen und du laufst irgendwo in Wienerwald rein. Genau. Oder du laufst, ich meine, du musst ja nicht nur im Gelände sein, aber du kannst halt bei der Haustür starten, ohne großen Aufwand, und dann laufst du eine Runde irgendwo und dann laufst du wieder heim. Ne? Ja. Und wir haben auch gesehen in der Leichtathletik, es gibt Stadien, aber da darf zum Beispiel nicht jeder rein, da darf nur ein gewisser Verein rein oder gewisse Leute zu gewissen Zeiten. Ja. Und das ist halt schwierig, ne? dass du dann dort wen findest, der diesen Aufwand betreibt, dass er dann vielleicht in die nationale Spitze kommt. Ich bin mit dem Sebastian Falkensteiner geredet, der war in den Niederlanden in seiner Jugend. Und der hat gesagt, dort ist halt, was bei uns eine freiwillige Feuerwehr in jedem Dorf ist, ist halt dort in der Leichtathletikverband, wo alle mehr oder weniger ehrenamtlich, gibt es überall x Trainer. Und er hat gesagt, das ist dort wahnsinnig verbreitet einfach. Also nicht nur Leichtathletik, auch Schwimmen. Und ich war draußen letztes Jahr im Herbst, ein Hockeyclub, und Radlfahren tut sowieso jeder dort. Also das ist halt bei uns in Österreich nicht so sichtbar, das allgemeine Sportbetreiben. Ja, dafür hat Österreich relativ viel Weitradlfahrer, weil das Wasser in der Steiermark ein bisschen komisch ist. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, schau, das ist, weil es sonst nichts gibt, jetzt müssen sie ganz weit im Radl irgendwo hinfahren, damit Sport machen. Und wenn sie aber schon so weit im Radl gefahren sind, denke ich, wurscht, dann fahre ich weiter. Jetzt bleibe ich am Radl sitzen. Das ist nur eine logische Konsequenz. Das ist gesagt, der Kader baut sie im Berglauf anders zusammen wie im Trail. Beim Trail haben wir ein bisschen einen Eindruck, also da wissen wir ungefähr, wie das funktioniert, im Sinne von, du hast ein ITRA-Ranking, du hast verschiedene Distanzen, dass du natürlich jetzt da auf einem Trail-Short, der ja irgendwie 30 oder 40 Kilometer hat, wirst du jetzt wahrscheinlich keinen 100-Meilen-Spezialisten hinschicken, weil der ist halt einfach zu langsam. Da nimmst du halt jemanden, der eher auf die 50 Kilometer unterwegs ist. Und beim Trail lang, dann nimmst du auch wahrscheinlich nicht jemanden, der sonst da die Golden Trail Series mit 30 Kilometer läuft und du sagst, hier, 80 Kilometer, toi, toi, toi. Aber da verstehe ich die Herangehensweise und das Ranking noch einigermaßen, wenn man sich einen langen Zeitraum anschaut. Aber beim Berglauf, weil du gesagt hast, du nimmst nur die Meisterschaft, wie ist denn das vergleichbar? Weil die Strecke ist ja komplett anders. Ja, ich beobachte schon die Leute so auch in den letzten paar Monaten, nicht? Weil es kann sich einer verletzen oder krank sein oder irgendwas. Nicht? Und ich schaue jetzt zum Beispiel, wenn einer ein guter Großläufer ist und die Berglauf-WM-Strecke nicht allzu schwierig ist, tut er sich vielleicht total leichter. Ja, man muss halt die Leute kennen, nicht, dass man es richtig einteilt. Aber im Endeffekt muss man natürlich auch schauen, dass sie in einer guten Form sind. Und wenn einer einen Monat vorher eine gute Form hat, kann man erwarten, dass der dann vielleicht 4 Wochen später auch noch gut drauf ist. Gell? Darum machen wir das immer relativ knapp vorher, diese Selektion. Heißt das aber, dass es für dich viel Gefühl ist oder viel, dass du halt mit den Leuten reden musst und so ein bisschen einen Eindruck gewinnen musst, wie gut die gerade sind, nebst, dass du das vielleicht irgendwo beim Wettkampf oder im Training vielleicht auch siehst und da dann irgendwie, dass du ein Gefühl zusammenbaust und dann so eine Liste machst und denkst, okay, die könnten uns am weitesten nach vorne bringen? Primär ist schon das Wettkampfresultat einmal ausschlaggebend, nicht? Weil da die Abstände auch untereinander siehst, wenn er jetzt eine gute Platzierung hat, aber zeitmäßig sehr weit hinten ist, weiß ich, dass der international dann noch weiter hinten ist, ne? Und wie gesagt, wir haben eine überschaubare Zahl von Spitzenleuten, die auf einem guten Niveau trainieren. Das heißt, wir sprechen da von 5, 6 Leuten, die in der engeren Auswahl sind, wo es halt dann nicht jedes Jahr die Form gleich ist. Aber ich traue mir zu sagen, wenn Andrea Meyer gesund ist und sich nicht verletzt, wird die wahrscheinlich immer die österreichische Meisterschaft gewinnen. Jetzt mit 43 Jahren noch, ne? Weil sie einfach auf einem sehr hohen Level ist. Ne? Und dann kann man aber, wenn man jetzt eine der Weltbesten selber hat, schon
an ihr messen, wenn jetzt die anderen bei der österreichischen Meisterschaft mitlaufen, wie gut die ungefähr sind. Ja, okay. Also gibt es da vorher international irgendwelche Wettkämpfe, wo man jetzt, weil die Meisterschaft ist relativ knapp vorher, was jetzt da für den reinen Berglauf ja vielleicht noch wurscht ist, würde ich jetzt mal sagen, ja. Weil ein reiner Uphill-Athlet wird jetzt dann nicht mit den 40 Kilometer oder 80 Kilometer Trail machen wollen oder irgendwas in die Richtung. Ja. Und der muss vielleicht auch nicht so lange vorbereiten, weil gerade je länger die Distanz, desto länger Pause brauchst du ja dann auch zwischen den Wettkämpfen. Genau, ja. Gibt es da unterm Jahr international relevante Wettkämpfe, auf die man auch schaut, oder ist es nur das eine? Natürlich schaut die großen internationalen Rennen, so wie der Ultra Trail Mont Blanc und solche Sachen, nicht? Oder diese Skyrunning-Geschichten, wo halt ein paar, die im ITRA-Ranking vorne dabei sind, wenn die dort teilnehmen, kann man so ein bisschen einschätzen, ja, wie gut dann unsere Leute sind. Gell? Ja. Also das ist glaube ich, ganz gut überschaubar. Ja. Ja. Ist es beim Berglauf auch so, dass man sagt, okay, es gibt da das eine oder andere Sky Race oder irgendein Vertical Race oder keine Ahnung, wo man sagt, wenn da einer gut dabei ist, wenn der, weiß ich nicht, die letzten Jahre überhaupt nicht auftaucht bei uns, sondern der ist plötzlich, weiß ich nicht, läuft ja er an Vertical K in Norwegen und man denkt sich, unter 30 Minuten, nicht schlecht. Ja, es ist halt so, dass jetzt heuer noch im Frühjahr fast keine Bergläufe sind. Gell? Mhm. Also auch international nicht, da fängt eigentlich, das Problem ist überhaupt dieser Termin in Innsbruck von der Weltmeisterschaft, der sich durch den Tourismusverband ergeben hat, weil eben das die einzige Zeit ist, wo man das in Innsbruck veranstalten konnte. Weil sonst im Sommer sind immer sehr viele Touristen da und im Herbst sind auch sehr viele Touristen da und nur in dieser Zeit, am Anfang Juni, gibt es genug Hotelkapazitäten, damit man die Leute unterbringt. Es ist praktisch ein Termin, der nicht wirklich gewollt war, aber gibt halt nur diesen Termin. Jetzt haben wir natürlich weniger Möglichkeiten, die Leute zu selektionieren, weil man fast keine Rennen hat, die man beobachten kann. Man, dafür hat man, dafür ist wettertechnisch besser wie ein Augustrennen, wo man halt die Möglichkeit von irgendeinem Gewitter am Berg halt auch ganz gut hat dann. Ja, genau. Wobei Innsbruck eine Spezialität hat, nämlich den Föhn. Und wenn man Pech hat und es kommt wirklich ein starker Föhn, da sprechen wir dann von Windgeschwindigkeiten über 100 km/h, dann darf kein Läufer mehr in den Wald, weil das behördlich einfach verboten ist. Und dann könnte auch ein Problem entstehen. Das ist aber ein Worst-Case-Szenario, das man zwar als Veranstalter am Plan haben muss, aber es ist jetzt, sagen wir, zu 90% oder 95% wird das nicht eintreten. Wenn es wirklich kommen sollte, müssen wir uns halt eine Alternative überlegen. Aber jetzt hast du gesagt, dass du dir sehr hauptsächlich dann mit den Rennen überlegst, dass du dir schaust, wie gut die Leute sind, wie gut die Leute im Verhältnis sind. Wenn jetzt so wie in Innsbruck vielleicht nicht ganz so viele Rennen da sind, stehst du da irgendwie gerade bei der WM vor ein Problem und musst irgendwie auf was anderes achten oder dass die irgendwie anders versuchen, da an deine Information ranzukommen, oder ist es noch immer so genug Rennen, dass du es trotzdem noch wie bisher dir das überlegen kannst? Ja, es schaut so aus, dass ich die Bergläufer nominiere. Gell? Also es gibt zwei Berglaufrennen und zwei Trailrennen. Und die Trailläufer werden von Michael Wolf und von Gerhard Schiemer nominiert. Das heißt, die kann ich eigentlich auf meine Bergläufer konzentrieren. Und nur im Einzelfall ist es möglich, dass jetzt zum Beispiel einer noch nicht so entschieden hat, wie lieber Berg oder Trail laufen, aber die meisten oder zu 99% wissen jetzt schon, welche Strecke sie gerne laufen würden und haben das auch schon bekannt gegeben. Und es kann dann nur sein, dass jetzt beim Berglauf irgendwie herauskristallisiert, kurzfristig, dass irgendeiner plötzlich hervorsticht und man sagt, naja, den müssen wir aber doch berücksichtigen, den haben wir nicht am Radar gehabt. Ja. Im Trail ist das Team eigentlich schon fast fix. Okay, wer krank wird oder sich verletzt. Ne? Wenn ich jetzt dahergehe, mich kennt jetzt keiner im Berglauf und ich bin jetzt aus irgendwelchen total lustigen Gründen total gut geworden über den Winter. Keine Ahnung. Weil es Krafttraining gemacht hast. Genau, weil ich jetzt zum Stabi-Machen angefangen habe. und ich würde jetzt sagen, okay, Helmut, was muss ich machen,
dass ich dort mitlaufen kann. Ich glaube, ich bin von mir überzeugt, ich kann das. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man vorher Ausscheidungsrennen macht oder dass man sagt, da, ich laufe da die WM-Strecken vorher ab in einer super Zeit oder keine Ahnung. Oder ist es, oder muss ich mich dann zu der Staatsmeisterschaft anmelden und sagen, okay, da muss ich zeigen, was ich kann. Genau, so ist es. Du musst zu einem Leichtathletikverein gehen und der Verein meldet dich dann bei der österreichischen Staatsmeisterschaft Berglauf an und dort läufst du dann mit und dann sieht man, wie gut du wirklich bist, auch in Relation zu den anderen. Okay, Christoph, falls du das hörst, nein, mach ich nicht. Damit du dich auskennst, der Christoph ist der Trainer. Okay. Mach mal nicht. Ja, es ist natürlich so, dass diverse Trainer mich anrufen, jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate vorher schon, und sagen, was müssen meine Leute tun, wo sollen sie starten? Und ich sage halt zu allen, am besten die österreichische Meisterschaft. Wenn du natürlich ein Pech hast und wirklich eine Woche vorher krank wirst oder dich verletzt, kann passieren, aber es ist halt für den Vergleich untereinander am besten, wenn man dort startet. Und ich meine, wenn die Andrea Meyer wahrscheinlich bei der Staatsmeisterschaft jetzt dann nicht am Start ist, weil sie noch irgendwas auskuriert, wird es wahrscheinlich trotzdem einen Startplatz kriegen, weil sie sich bewiesen hat die letzten 10 Jahre oder so. Ja, man hat natürlich Leute im Kopf, wo man sagt, die sind mehr oder weniger fix. Ja, klar. Aber man muss natürlich offen sein für es gibt immer Überraschungen auch im Berglauf und wir haben vor allem ein gewisses Nachwuchsproblem, also es gibt auch einen U20-Bewerb, da fallen mir zum Beispiel Mädchen, wo ich dann sage, okay, Vereine, schickt uns irgendwelche guten Großläuferinnen, die sollen es am Berg probieren, vielleicht ist eine dabei, die könnte dann bei der Weltmeisterschaft starten, nicht? Ist bei sowas jetzt ganz, ganz blöd gefragt, weil wir ganz am Anfang waren wir ja bei Ruderer, die beim Radlfahren gut sind. Also jetzt vielleicht nicht die besten Techniker sind, aber Oberschenkel haben halt wie Skifahrer. Mhm. Beim Berglauf brauche ich ja auch eine gewisse Übersetzung in den Beinen, die jetzt auf der Bahn ein bisschen anders ist. Mhm. Gibt es da auch immer wieder Menschen, die jetzt da von einer komischen Sportart kommen, wo man sich denkt so, den habe ich am Radar, der könnte ja auch gut sein. Sie kommen schon aus anderen Sportarten, die spricht da von den Skibergsteiger, die da auch mitmachen. Richtig. Aber die laufen natürlich im Sommer auch und wir haben auch schon die Theresa Stadlober bei der österreichischen Berglaufmeisterschaft dabei gehabt. Der Jakob Herrmann ist ja ist auch ein Skibergsteiger, der ist ja auch. Es gibt da einige, aber die Frauen, die jetzt dann wahrscheinlich bei der Trail-Geschichte mitlaufen, die Johanna Schimmer zum Beispiel, die haben natürlich, wenn sie Profisportler sind, eine sehr gute Kondition, ein gutes Organsystem, eine gute Pumpe, sage ich immer. Mhm. Und die muss halt muskulär halt das dann irgendwie schaffen, nicht, dass er vielleicht da das Spezialtraining dann macht. Aber es gibt da schon immer wieder einfach aus dem Ausdauerbereich welche, die dann das halt auch mal probieren und sehen, da bin ich eigentlich ganz gut. Ja, die Johanna haben wir ja schon gehabt im letzten Sommer, weil sie eben genau dieses Laufen und Ski Mountaineering ja macht. Es ist auch bei der Golden Trail Series, die Amerikanerin, der ist, glaube ich, Lockley, die ist eine Langläuferin, die dort extrem schnell ist und die auch beides macht. Die ist, glaube ich, im amerikanischen Nationalteam, glaube ich sogar. Also im Langlauf jetzt da. Und eben diese Berg, die Skimo-Menschen, für die ist das ja eh der optimale Ausgleichssport. Wenn Schnee liegt, mit die Ski, wenn kein Schnee liegt, ohne Ski. Ohne. Fertig. Ja. Und die sind auch immer an die Berge unterwegs. Ne? Also das ist schon, der muss halt nur ein Spezialtraining machen und vielleicht ein paar schnelle Meter zwischendurch. Nicht nur Dauerläufe und dann kann er auch damit. Organisch ist er vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser wie ein reiner Läufer. Ist das was für die Nachwuchs, also quasi für die Nachwuchsszene, dass man sagt, okay, wir haben ja gerade Langlauf und also Skibergsteigen ist, das kommt jetzt, glaube ich, so ein bisschen in Trend. Mhm. Ja, gut, die werden jetzt olympisch 2026 das erste Mal. Dort wird aber ein neues Format veranstaltet. Das heißt, da wird so eine Sprintgeschichte gemacht und so ein Staffelbewerb.
das ist jetzt nicht das klassische Skibergsteigen mehr, was dort dann veranstaltet wird. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen bei den Skibergsteigern untereinander ein bisschen zwiegespalten, wie sie das sehen, weil sie sagen, ja, das ist so ein bisschen auf Show getrimmtes, genau, ja. Nicht Pseudo, aber es ist so wie der Parallelbewerb beim Skifahren, wo man sagt, es ist gut fürs Spektakel, aber es hat jetzt dann mit der ursprünglichen Idee nicht mehr so viel zu tun. Genau. Ja, aber wie gesagt, das ist Skibergsteiger sind oft bei den österreichischen Staatsmeisterschaften schon mitgelaufen. Gewinnen tun sie wahrscheinlich meistens nicht, aber Zweiter, Dritter, Vierter ist schon der eine oder andere geworden. Ja. Und bis wann musst du dann deinen Kader zusammen haben und bis wann wird er dann bekannt gegeben? Der wird dann Anfang Mai bekannt gegeben. Das heißt, die müssen hier am 30. April die Meisterschaft und die anderen zwei haben wir ja schon melden müssen, wie viele Starter, dass sie kommen werden zur Weltmeisterschaft. Und dann den Namen geben wir halt dann am 2. Mai, dann, also wenn der Arbeitstag wieder ist, bekannt. Mhm. Hast einen Arbeitstag Zeit, das alles und gut zu überlegen. Ja, man fragt dann ja vor Ort, das schaut ja so aus, dass der Personenkreis eh nicht so riesig ist. Man fragt dann jeden auch, willst du da mitmachen oder nicht? Und glaubst du, ist das was für dich oder nicht? Und dann kann man schon relativ am nächsten Tag eigentlich eine Liste machen. Ja, ist klar. Es geht ja dann weiter, nicht? Du brauchst ja dann eine Einkleidung, du brauchst die Bekleidungsgrößen und so weiter. Das ist alles ein bisschen ein administrativer Aufwand dann. Du musst dann wissen, wann reisen die Leute an, wie lange bleiben sie, wann reisen sie wieder ab. Das muss man alles ein bisschen organisieren. Aber man hat dann einen Monat Zeit, das geht sich eigentlich ganz gut aus. Wobei jetzt da, man schaut aber schon wahrscheinlich, dass man in Innsbruck jetzt gerade, also bei der WM, wirklich den Kader auch voll kriegt, oder? Weil, also ein Heim-WM ist halt schon cool. Außerdem, wahrscheinlich ist es dann für den einen oder anderen Athleten ja oder Athletin auch was ganz anderes, wenn du sagst, ich wohne in Salzburg und fahre dort halt einmal hin und kann vielleicht sogar daheim schlafen in meiner gewohnten Umgebung im Vergleich zu, wir machen ein Berglauf-WM in Thailand. Wo man auch nicht voll ausgestattet hinfährt. Ja. Es gibt immer einen finanziellen Aspekt natürlich auch bei diesen internationalen Meisterschaften, weil ich ein relativ kleines Budget habe für Berglauf. Wir sprechen da von bis maximal 15.000 Euro, was ich für ein Team habe. Und wenn jetzt die Flüge natürlich teuer sind, dann kann ich oft nur eine Handvoll Leute mitnehmen. Das fällt natürlich heuer weg. Nicht? Heuer haben wir natürlich, schauen wir, dass wir überall Teams an den Start bringen, weil wir keine Reisen, keine Flüge brauchen. Ja, und es ist halt einfach ich finde, man kann das unterstreichen, dass das halt in Innsbruck ist und dass das halt quasi daheim ist, ist halt echt eine einmalige Chance, die man irgendwie wahrnehmen muss. Wie siehst du aber, dass dadurch, dass das eben zusammengeführt ist, dadurch, dass es auch quasi bei uns daheim ist, wie groß siehst du die Chance dafür, in deinem Fall für den Bergsport, da vielleicht einen neuen Schub zu geben oder generell die Chance für den Sport, da ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken? Ich denke schon, dass das was bringen wird. Es gibt da relativ viel Live-Berichterstattung und Medienarbeit wird jetzt schon relativ gut gemacht. Ich erhoffe mir schon, dass das einen kleinen Boom auslöst. Und ich habe jetzt mit verschiedensten Trainern schon gesprochen, die sagen natürlich auch in der Leichtathletik, okay, mein Mann ist vielleicht jetzt auf der Bahn nicht schnell genug, dass er da irgendwie international was wird, aber wenn er ein bisschen in den Berg geht und er ihm das liegt, kann er sich vielleicht dort entwickeln und kommt dann auch mal zu einer internationalen Meisterschaft. Also es ist da schon ein bisschen ein Denken der gewissen Trainer da. Wie nachhaltig das Ganze dann ist, weiß man nicht. Ja. Es wird dann in den nächsten Jahren auch wieder Trailbewerbe geben in Innsbruck und im Stubai. Da macht ja schon fast jede Tourismusregion einen eigenen Trail ran, weil eben das durch die großen Starterfelder halt attraktiv ist, weil die halt Hotels brauchen und Übernachtungen buchen und essen gehen müssen. Also es ist eine touristische Geschichte. Man spricht in Tirol draußen, wo ich ein bisschen jetzt einen Einblick habe von Tirol-Tourismus, die sagen, früher war
der Wintersport 70%, jetzt sind sie nur noch 42%, also, ja. 62%. Das heißt, so, ja. Der Sommersport gewinnt an Bedeutung und sie investieren auch relativ viel Geld in diese Veranstaltung da in Innsbruck, weil sie eben den Sommertourismus fördern wollen und eben Nachhaltigkeit ist gerade im Traillaufen, glaube ich, eher Thema, weil wir nicht viel Müll produzieren, genau. weil wir keine großen Verkehrsdings brauchen, weil man jetzt Fuß unterwegs ist, großteils, ich muss natürlich schon anreisen und wieder weg, aber dort bewege ich mich dann zu Fuß. Ja. Und ich glaube, dass das schon für die Tourismus, dass die das schon erkannt haben, dass das ein Boom ist, den man eigentlich nutzen kann. Ja, nein, und es ist auch, also ich, soweit ich das jetzt da mitgekriegt habe, auch wie sie es organisieren und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt da Innsbruck da WM-mäßig wirklich einen Maßstab setzt jetzt da auch und sagt, okay, so kann das funktionieren, wir haben eine super Übertragung, wir haben medienmäßig alles einbunden, wir haben die Region einbunden und deswegen, wir haben es ja schon einmal gesagt, wir haben gesagt, Innsbruck ist mehr oder weniger Chamonix Österreichs, du hast halt in diese Wintersportregionen, hast du halt infrastrukturmäßig vom Wintersport echt schon alles. Also du musst überhaupt nichts mehr Neues hinbauen, das ist eh schon alles da. Genau, wir brauchen keine Sportanlage. In dem Sinn ist die Sportanlage der Berg und das Gelände. Ja. Und Innsbruck hat natürlich den Vorteil einer Stadt, die komplette Infrastruktur, der Bahnhof ist mitten in der Stadt, der Flughafen ist ganz nahe. Ja. Ja, sicher muss man ins Stubai da die Leute hin und her führen. Ja, dafür hast du einen Bus und das Catering, ja. Und die ganzen, also vor allem von den Zuschauern her, du hast eine ganze, es ist keine Sportstätte irgendwo im Nix, sondern es ist halt eine große Stadt und du kannst mit den ganzen Gondeln und was auch immer vom Winter die Leute auch überall aufbringen. Und ich glaube, das kann dem Ganzen schon ein ganz eigenes Flair geben nachher, wenn die Zuschauer überall sind. Und ein Wintergebiet hat natürlich oft die Möglichkeit, dass es vielleicht öffentlich nicht so optimal zu erreichen ist. Ja. Aber Innsbruck ist halt einfach mit dem Zug so einfach zu erreichen. Ja. Und du bist in wenigen Stunden, in unserem Fall von Wien aus in Innsbruck, da bist du mit dem Auto nicht schneller. Nein, nicht viel schneller. Viele der deutschen Kollegen und Läufer sagen ja, es ist für sie auch ein Heim-WM, weil die sind zum Teil schneller in Innsbruck wie wir aus Wien. Ja, klar, ja. Ja, wenn es jetzt Die Verkehrsanbindung ist relativ gut von Innsbruck und du kommst von Italien schnell rauf. Es ist einfach zentral, nicht von überall leicht erreichbar und dort eben die Infrastruktur ist, da weil es eben ein Kongressstadt ist, wo haben sie große Hallen und große Hotels, wo man auch viel Leute unterbringt. Und die sind es halt einfach irgendwie gewohnt, dass sie größere Veranstaltungen machen. Ne? Ja. Und ich glaube, schau, wenn jetzt der junge Sportler das sieht und dass sie da was tut, dass die bauen zum Beispiel einen City-Trail auf, also einen künstlichen Trail, wo die Leute durchlaufen müssen, und das will die Stadt Innsbruck unbedingt so haben, damit das eben irgendwie nicht nur am Asphalt durch die Stadt geht, sondern auch irgendwie zwischendurch wirklich wieder Gelände ist. Also das ist, sie haben sich schon einiges überlegt, die Veranstalter. Ja. Und investieren da sehr viel Geld. Ja. Nein, wir haben in Alexander Bittel haben wir ja auch schon gehabt, der das Ganze ja organisiert. Und ich glaube, der hat es da auch mit Thailand und dem allem Möglichen, also dass er sich das dort angeschaut hat, plus mit der Erfahrung halt jetzt da aus dem vom Innsbruck Alpine Trail Festival, hat er halt auch echt die Idee, wie er das Ganze groß machen kann. Und auch gut in die Restbevölkerung tragen kann. Weil das genau, Bergläufer und Trailläufer wissen, dass es geil ist, das wissen wir eh. Aber der Rest muss sie lernen. Und der IATF ist auch ein echt feiner Event, muss man sagen. Also der Hut ab, da zaubern sie echt jedes Jahr was wirklich Gutes hin. Ja, wohl wahr. Ja, ich denke, man muss den Läufern dann natürlich was bieten. Das heißt, so After-Race-Party ist vielleicht auch für einige wichtig, wo du aber auch wieder irgendwie die Infrastruktur brauchst, dass du das machst. Man muss sich halt was überlegen. Nicht? Es ist ein gewisser Unterhaltungsfaktor dabei. Nicht? Das ist nicht nur rein, das geht nicht nur ums Laufen, sondern
und das rundherum auch. Ne? Ja, ne, und vor allem auch für die Menschen, die mitkommen. Weil genau, die Läufer selber, die sind, sind vielleicht am Laufen, und wenn das jetzt da der Trail long ist, dann den ganzen Tag unterwegs oder zumindest ein paar Stunden, dann ist es vielleicht gut, wenn nachher Lebenspartner, Kinder, keine Ahnung, die Mama, die dabei ist, auch Unterhaltung haben und in der Stadt sich was anschauen können, irgendwo rauffahren können, keine Ahnung, in nach Schloss Ambras gehen können, ein Museum schauen können, keine Ahnung. Also ich glaube, da braucht es die Infrastruktur dazu. Genau, also das kannst du fast in einem kleinen Ort irgendwo nicht machen, nicht so wie es früher war in Delfes, wo eine Weltmeisterschaft war zweimal oder eine Europameisterschaft. Die sind dann, das ist dann so, also du kannst das so eine große Veranstaltung nicht mehr in so einem kleinen Dorf irgendwo machen. Das ist dann, die sind dort überfordert. Und in Innsbruck, die haben einfach genug Helfer und genug Volunteers, die das da begleiten und halt helfen. Und so gut das sicher in Thailand war, aber so für die, dass man in Europa so ein bisschen einen Boom entfacht und die WM ein bisschen etabliert, muss einfach nah sein, weil dafür war es einfach zu weit weg und zu unnahbar. Das muss ein bisschen nahbarer werden. Und das auch, wie der Peter in einer der letzten Folgen, weiß nicht, wo die schon ausgeschaut haben, gesagt hat, auch dass zum Beispiel das für die Amerikaner interessant ist, muss auch einmal in Amerika stattgefunden haben. Ich glaube, die WM muss einmal auch quer um die Welt reisen, damit sich jeder mal quasi für wichtig erachtet und dann irgendwie. Ja, und auch medial, weil in Thailand hast du Start gehabt, Ziel gehabt mit Live-Übertragung. Ja, und dann, genau. Und dazwischen waren die Leute im Wald. Irgendwo im Urwald. Genau, super. Genau. Und in Innsbruck wollen sie es ja ganz anders machen. Ja. Es waren ja dort keine Zuschauer, nicht? Weil die Agentur, die das gemacht hat, war aus Bangkok. Der hat früher einmal einen Triathlon in Bangkok veranstaltet. Mhm. Und dann haben sie die beworben und haben halt, weil sie gute Förderungen gekriegt haben von staatlicher Seite, dann diese WM. Die haben noch nie vorher einen Berglauf gemacht. Nicht? Die haben halt dann eben, man muss ja dann beraten und ihnen sagen, was zu tun ist. Das ist auch in Innsbruck so, dass natürlich eine Meisterschaft ein bisschen andere Regeln hat, wie es wie ein normaler Trailrun. Ja, klar. Das müssen halt die auch ein bisschen lernen, aber das ist jetzt nicht so wie wenn die noch nie das gemacht hätten. Also in Thailand, die waren dann, haben gut improvisiert, kann man gar nicht sagen, waren extrem höflich und haben jeden Wunsch eigentlich, was irgendwie gegeben hat. Aber es sind halt dort ein paar Dinge passiert, wo du sagst, das kann bei uns sicher nicht sein. Ne? Das war zum Beispiel so, dass das Team aus Uganda, das Männerteam und das Frauenteam in der Früh, da sind so Busse gefahren zum Start. Sind falsch gefahren. Ja, und die sind in den Start, in den Bus zum Ziel eingestiegen und die sind zum Ziel hochgebracht worden und das hat ihnen keiner gesagt. Das kann es einfach nicht sein, ne? dass so eklatante Fehler passieren. Ja, das sind so Dinge, die müssen einfach funktionieren. Da ist Lob genug, wenn man sich nicht drüber aufregt. Und wenn man sich dann drüber aufregt, dann ist es einfach unangenehm. Aber dafür ist ja Innsbruck da, um der Welt zu zeigen, wie man sowas richtig macht. Ja, es wird vielleicht die eine oder andere kleine Panne wird sicher geben. Ich denke da vor allem, dass der Transport wird ein bisschen schwierig werden, weil man doch immer ins Stubai da 25 Kilometer oder so fahren muss und die Leute hin und her fahren muss. Aber ja, irgendwie werden sie es hinkriegen. Kriegt man beim Glockner Berglauf ja auch hin. Und beim UTMB, muss ich zugeben, diese Bus-Shuttles, was sie da rund um den Mont Blanc haben, die funktionieren. Ja, die fahren durch den Mont Blanc durch, das ist der Unterschied. Ja, aber dann fahren sie schon oben herum auch. Nein, weil ich sage, das Novum bei dieser WM ist ja, früher war das immer am Wochenende, Samstag und Sonntag oder oft nur an einem Tag. Und jetzt ist es aber unter der Woche, wo der ganz normale Verkehr auch läuft in Innsbruck. Und da bin ich schon gespannt, wie das, aber ja, die haben sich sicher was überlegt, wie das dann stattfindet. Gut. Ja, aber wir werden uns überraschen lassen und werden uns das Ganze anschauen, hautnah, weil wir sind ja dort, wir sind alle drei dort und hoffen, dass auch viele von den Zuhörerinnen dort sind. Und ja. Wir danken dir, dass du uns so ausführlich einen Einblick in den Berglauf gegeben hast, der viel gelernt und danke. Okay, bitte. Vielen Dank dir. Ciao. Danke euch. Danke. Tschüss.